Hey Leute, hier ist wieder euer Dice und wir spielen eine neue Runde Grimtails und müssen immer noch diesen Morgenstern da hinten irgendwie in diese Wand rein befördern und natürlich müssen wir dieses rostige Metallstück, da wir ein Meisterschütze sind, wegschießen. Da wir nur eine Patrone haben und eine Katze. Moment. Nein, schade. Hätte ja sein können. Brauchen wir wahrscheinlich auch noch einen Revolver. Okay, was haben wir hier neben mit dem Glas? Kolben. Da ist auf jeden Fall das Schwertsymbol drin. Der Kolben ist zu schmal, um hineinzugreifen. Vielleicht kann ich ihn mit Wasser füllen, sodass der Schwimmer nach oben treibt. Jo. Da, nimm doch mal den Wasserhahn dann. Eine Wasserleitung ist da, doch ich muss das Wasser von dem Hahn in den Behälter befördern. Ja. Katze? Nein. Katze? Auch das nicht. Das wäre auch ein bisschen grausam. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal. Küche. Wo ist die Küche? Ich habe ja eine Schnellreisekarte. Das ist das Schlafzimmer. Das ist die Küche. Wir haben doch hier unten den Schlauch. Den müssten wir doch rein theoretisch mit der Rohrzange auch abbekommen. Natürlich bekommen wir den ab. Okay. Und wieder zurück. So. Dann dreh mal auf, Baby. Ich muss echt sagen, die Rätsel sind bislang sehr einfach. Okay, wir haben ein Schwertmedaillon. Das Schwertmedaillon war, glaube ich, im Schlafzimmer der Eltern, oder? Luisas Zimmer. Und zwar hier oben. Und natürlich ist eine Kugel in dieser Kiste. Ja. Und die Kugel setzen wir jetzt da unten ein. Das heißt, wir brauchten einen Schlüssel für diese Kiste. Dort war der Schlüssel für diese Kiste drinne. Und da ist jetzt wahrscheinlich der Schlüssel wieder für irgendetwas anderes drinne. Das ist wie bei mir auf der Arbeit. Du brauchst den Schlüssel, um an den Schlüssel zu kommen, für den Schlüssel, um damit du den Generalschlüssel holen kannst. Wer sich das ausgedacht hat, ey, alter Schwede, man ist da eine Dreiviertelstunde am Rumlaufen, um Schlüssel zu suchen. So, wenn ich jetzt richtig der Annahme gehe, dass diese Zahlen dort eingegeben werden müssen, dann bin ich ja schon mal glücklich. Also haben wir hier 5. Ja, es leuchtet grün, das ist schon mal gut. 5, 9 und die 3. Man kann auch einfach einmal komplett durchklicken. Das Rätsel war jetzt ein bisschen dämlich, liebe Entwickler. Aber okay, wir haben eine Waffe und natürlich laden wir sie sofort und entsichern sie sogar. Wow, du bist mutig, Mädchen. Du bist sehr mutig. Und stecken sie natürlich einfach mal wieder zurück ins Inventar. Aber da wir ja wie gesagt so eine Meisterschützin hier spielen, wahrscheinlich so eine Lara Croft für Arme, können wir natürlich auch den Morgenstern. Ich finde das Spiel echt cool. Ich meine, ich finde es von der Aufmachung her, ich meine, guckt es euch an, es ist richtig schön stimmungsvoll, es ist die Rätsel, ja, okay, vielleicht werden die noch ein bisschen anspruchsvoller, aber es ist schön aufgemacht. Oh, da ist Luisa. Are you sure you can help Brandon? I'm the only one who can cure your son of his illness. You must follow me into the forest. Of course, I will do whatever I can. I just want Brandon to be well. Ja, natürlich. Ich würde auch mit einer zwielichtigen alten Frau, die hinter meinem Haus im Wald wohnt, einfach mitgehen. Weil sie die einzige ist, die meinem Sohn, der irgendwie gerade ein bisschen Amok läuft, sozusagen. Ja. Okay. Spielelogik. Vergessen das. Zum Waldweg, aber hier erstmal in den Reifen reinschauen. Today I sat outside, watching the cars pass by. I hoped each one would be my father returning home. It's been so long since he left for the Siberian expedition. He never writes. I miss him terribly. Oh nein. Aber wenn er dir niemals schreibt, bist du dir dann sicher, dass er dich auch vermisst, lieber Brandon? Was haben wir hier? Eine Batterie! Hey! Da weiß ich sogar auch schon, wo ich die einsetzen könnte. Vor allem hier oben, eine Leiter. Okay. Und ein Wespennest. Kitty könnte mir ja helfen, die Strickleiter herunterzuwerfen. Doch was, wenn die Bienen sie stechen? Scheißegal, es ist eine Katze. Ich sollte etwas anderes versuchen. Jetzt mal ohne Mist. Ich meine, ich habe selbst eine Katze. Die fressen Bienen und beschweren sich auch nicht, wenn sie dann ins Maul gestochen bekommen.
Ja, okay, meine Katze ist eh ein bisschen anders. Kann sein, dass das jetzt da nur meine Katze so macht. Okay, gehen wir mal zum Waldweg. Da hinten laufen sie. Die geht wirklich mit ihr mit. Die geht wirklich mit ihr mit. Ich verstehe es nicht. Warum tut man das? Hütte im Wald. Okay. Was haben wir denn hier? Wir haben auf jeden Fall hier neben ein Kinderbuch. Was ist das für ein Buch? Ich brauche ein Medaillon, um es zu öffnen. Ihr braucht auch für alles irgendwas, um es zu öffnen. Ich brauche Farbe und Pinsel. Ja, Farbe habe ich da. Drei Stück. Endlich kriege ich die mal aus dem Inventar raus. Ich mag es nicht, wenn mein Inventar in solchen Spielen so voll ist. Da verliere ich immer ganz schnell den Überblick. Nur noch einen Pinsel. Okay, wo kriege ich den her? Was haben wir hier? Eine Notiz. I fear each night time when my room is wrapped in shadows. I can't sleep. I'm scared. My nightlight burned out, and it was the only thing keeping the demon away. I feel like a silly little boy, but I asked my mother for a bedside lamp. Du hast ein. Brandon was so afraid of the dark. He felt embarrassed, but he asked his mom to leave a bedside light on at night. He told me the light was the only thing that would keep the demon away. Okay. Jetzt mal ganz ehrlich. Dafür, dass das. Wie alt wird der Junge sein? 8? 9? So um den Dreh. Er hat eine verdammt gute Handschrift. Also. Respekt, mein lieber Freund. So sieht mein Gekritzel nicht aus. 6-Kant-Schlüssel. Okay. So, was haben wir hier noch? Wir haben hier einen Wagenheber. Ein kaputter Wagenheber bringt mir nicht viel. Ich muss ein Zahnrad ersetzen. Ja. Okay. Was haben wir hier? Ein Wimmelbild! Juhu! Jede Folge ein Wimmelbild, das ist schön. Okay, einen Bumerang, Lokomotive und Taube. Ich denke mal, nach dem Wimmelbild bekommen wir die Lokomotive. Okay, Bumerang, Lokomotive und Taube. Bumerang. Da ist die Taube. Die Lokomotive prangt hier mitten im Bild. Aber es ist meistens das Offensichtliche, was man nicht sieht. Boomerang, 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 Boomerang. Sehe ich gerade nicht. Gurke, Pilze, Federkiel. Pilze, 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 Pilze. Pilze habe ich doch schon irgendwo gesehen. Da sind Pilze. Federkiel. Den könnten wir natürlich auch bekommen. Federn habe ich auch schon irgendwo gesehen. Oder meint man damit jetzt wirklich einen Füllfederhalter? Man kann sich ja nie so sicher sein, ob die das richtig gut übersetzt haben. Federn sind hier unten. Ah, das war der Federkiel. Gurke, 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 Gurke. Da haben wir die Gurke. Ja, die Gurke, die aussieht wie. Naja, egal. Dartpfeil, zweimal Schlüssel und eine Hake. Die Hake haben wir da. Den Dartpfeil und Schlüssel. Schlüssel, ich habe einen Schlüssel auf jeden Fall schon gesehen. Da oben. Da ist ja der Bumerang. Wow, das muss ein sehr massiver Bumerang sein, wenn der einfach so im Baum steckt. Dartpfeil und noch einen Schlüssel. Da ist noch ein Schlüssel. Dartpfeil, Dartpfeil, Dartpfeil. Keine Ahnung. Sehe ich gerade nicht. Libelle, Windmühle, Schiff. Libelle habe ich irgendwo gesehen. Und das Schiff, ja, ist klar, ist hier drin. Und das sagt er wahrscheinlich. Ein Schiff in einer Flasche zu bekommen, ein Schiff in eine Flasche zu bekommen, ist nicht einfach. Es herauszubekommen hingegen schon. Mit einem Hammer. Jetzt verstehen wir uns, liebe, wie auch immer du heißen magst, Schwester von Luisa. Wir brauchen einen Hammer, um Sachen zu zertrümmern. Und den Hammer habe ich auch schon irgendwo gesehen. Da hinten ist der Hammer. Zack. Komm her, Schiff, du. Okay. Windmühle, Libelle, Dartpfeil. Libelle, 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 Dartpfeil, Windmühle, Windmühle, da haben wir noch hier. Diese Windmühle sieht ohne ihre Flügel eher wie ein Leuchtturm aus. Och, nösen, oder? Kann ich nicht einfach die Uhr wieder hier mitnehmen? Nö. Ah, Libelle. Und da ist der Dartpfeil direkt daneben, okay. Windmühle, jetzt brauche ich noch die lustigen Flügel. Oh, ich kann das aufmachen. Ha, das sind die Flügel. Okay. Gut gemacht, das könnte sich als nützlich erweisen. Ja, die Lokomotive, sehr schön. Okay, hier unten das sieht doch auch noch so aus. Noch ein seltsames Schloss. Ich kann es wohl nur mit einem Fisch öffnen. Mit zwei, um genau zu sein. Was im Übrigen auch mein Sternzeichen ist. Fische.
Und das merkt man auch, weil Wasser ist absolut meins. Eine Kettensäge, natürlich. Hat jeder auch in seinem Garten hier schön verrostet. Nie hat man einen Sechskantschlüssel zur Hand. Doch, natürlich, wir haben einen. Da, Sechskantschlüssel. Die Kettensäge anzuschmeißen könnte verheerend sein, wenn ich die Kette nicht festziehe. Doch ich muss noch eine anbringen. Och, ernsthaft? Warum ist es dann jetzt verheerend, die Kettensäge anzuschmeißen, wenn du noch keine angebracht hast? No shit, Sherlock, echt jetzt. So, gehen wir mal weiter. Da hinten sind sie. Okay. Kann ich da einfach hingehen? Das ist das Haus, das Brandon in seinem Tagebuch erwähnte. Die alte Frau lebt hier. Wie seid ihr da hingekommen? Ja, das sieht so aus, als wäre da die Kette. Wie kann eine Kette in einem Baumstamm feststecken? Und ich meine wirklich feststecken. Ich kann es nicht mit bloßen Händen herausziehen. Ja, hat man versucht durchzusägen und dabei ist die Kette gerissen, keine Ahnung. Oh, hi. Einmal durch den Stamm gesägt und schon habe ich eine nette Brücke. Boah, ey, wie sie hier alles vernichten muss. Ist unglaublich. Bambus. Der Bambus könnte nützlich sein. Könnte? Was? Der Bambus könnte nützlich. Doch wie schneide ich ihn ab? Ihr habt das Sein vergessen. Egal. Messer? Boah, das ist ein gottverdammtes Samurai-Messer. Bambus. Okay. Ich habe einen Bambus und ich habe die Lokomotive, die Batterie. Ich gehe jetzt erstmal zurück ins Wohnzimmer. Wo auch immer das ist. Da. Und mache hier unten mal das Ding fertig, weil dafür haben wir jetzt alles. Die Lokomotive und die Batterie. Gehen wir auf Volldampf. Ey, die Frau ist mir immer mehr sympathisch. Zack. Dabei ist meine damals immer entgleist. Oh, schon vorbei? Also auch hier total sicher für das kleine Kind, was hier wohnt, ne? Egal. So, das Sonnenmedaillon. Das Sonnenmedaillon, habe ich das schon mal irgendwo gesehen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich bin mir ganz und gar nicht sicher. In der Küche war es, glaube ich, nicht. Waldrand. Können wir einfach hier oben das Bienennest mit dem Bambus runterschlagen? Ja, natürlich. Nein, sie will der Katze nicht zuleide tun. Aber hey, schlagen wir doch einfach mal das Bienennest mit einem Stock vom Baum. Ja, da, Katze, los geh. Oh, Katze, miet, miet. Das ist eine schlaue Katze. Und natürlich wandert sie direkt wieder in unser Inventar, so wie sich das gehört. Das sieht doch schon wieder nach einem Wimmelbild aus. Geländer, ja. Dich kann ich mitnehmen? Du bist eine Zange? Wow, rote Augen. Creepy. Was bist du? Du bist auf jeden Fall ein Pinsel und du bist ein Just Trichter. don't know what to tell my mother. All I know is. After I wrote down my wish on the old woman's magic paper, my hand began to wither. I think someone's trying to steal my youth. Is this payback for giving me what I wished for? But already I look older than my own father. Was ist das für ein Kind? Was ist das für ein Kind? Wie gesagt, ich denke, er ist so 7, 8, 9 Jahre alt. Welchem Kind in diesem Alter fällt ein, oh, mir wird die Lebenskraft oder die Jugend entzogen? Hallo? Kann ich dich wenigstens mitnehmen? Nein. Was sagst du dazu? Brandon bezahlte für seine Wünsche mit seiner Lebensenergie? Doch er ist nur ein kleiner Junge. Ja, es ist total tragisch, aber man sollte aufpassen, was man sich wünscht, denn es könnte wahr werden. Okay, gucken wir mal nach dem Wimmelbild. Das sieht auch schon wieder so unheimlich aufgeräumt und super hier aus. Okay, was brauchen wir? Wir brauchen eine Schleife, Sanduhr und eine Schleuder. Schleife, Sanduhr, Schleuder. Schleife, Sanduhr, Schleuder. Ich sehe gerade gar nichts von den drei. Aber die Christbaumkugel sehe ich von der nächsten. Lupe, Spinne. Lupe ist da. Die Spinne, die habe ich auch schon. Die ist hier hinten. Klauen, Nagel, Stern.
Da ist der Nagel, aber ich komme wahrscheinlich nicht dran. Ein Nagelzieher ist immer zu gebrauchen. Ein Nagelzieher. Nimm einen Hammer. So ein Dachdeckerhammer oder ein Nagelzieher. Was ist das für ein... Entschuldigung, was ist das für ein Wort? Okay. Stern. Klauen. Korken. Ja, Korken ist wahrscheinlich hier. Ich muss den Korken aus der Flasche ziehen. Nimm doch den Korkenöffner. So. Nudelholz, Benzinkanister. Benzinkanister ist da. Nudelholz. Nudelholz, 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 Nudelholz. Ah, Klauen und Nagel. Okay, ist auf jeden Fall da. Ich muss ja eigentlich nur gucken, wo sich meine Hand verändert, ne? Aber noch den Clown. Den Clown aus der Dose. Schleife, Sanduhr, Schleuder. Die soll noch offensichtlich sein. Schleife, Sanduhr, Schleuder. Schleife. Da haben wir die Schleife. Sanduhr, Schleuder. Sanduhr, 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 Sanduhr. Ah, Sanduhr. Schleuder, 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 Schleuder. Oh, Nudelholz braucht man doch auch, oder? Ja. Stern haben wir da. Schleuder. Schleuder. Was für eine Schleuder? Ich meine, ich kenne einige Formen von einer Schleuder. Können wir vielleicht hier mit den Nagel rausziehen? Ha, das funktioniert sogar. Wow, ich bin so gut. Okay, vor allen Dingen an diesem Schaukelpferd auch total sicher ein Nagel, der da rausragt. Mein Gott, was das Kind sich hier alles einfangen kann. Ey, ich hoffe, die ist mal muss mal mindestens gegen Tetanus und so geimpft sein, ne? Von den ganzen anderen Sachen möchte ich gar nicht erst anfangen. Eine Schleuder! Vor allen Dingen diese Spinne hier hinten, die sah auch ein bisschen aus wie eine schwarze Witwe. Also, ich weiß ja nicht, ob ich mein Kind hier spielen lassen will. Und dieses, Wespennest, was hier vorhing, das sah auch schon nicht gerade so... Egal, wir brauchen eine Schleuder. Wir brauchen eine Schleuder. Schleuder. So, Schleuder. Bist du hier irgendwo, Schleuder? Alles voll mit Kuscheltiere. So eine Schleuder? Ah, so eine Schleuder. Gut gemacht. Das könnte sich als nützlich erweisen. Ein Benzinkanister, der natürlich auch im Baumhaus des Kindes liegt. Ja, ist richtig. Okay, liebe Leute. Ich mache hier wieder einen kurzen Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Kommentare unter diesem Video sind wie immer gerne gesehen. Daumen nach oben, freue ich mich auch tierisch drüber. Ihr könnt mir gerne auch einen Daumen nach unten geben. Aber das Allerwichtigste ist, bleibt anständig und bis zum nächsten Mal.